Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir haben in der letzten Folge ein bisschen was geplant, wo wir sozusagen die Anfänge ja vielleicht eventuell mal von bauen könnten. Und die dann so langsam aber sicher vielleicht eventuell ausbauen. Ich muss auch hiervon, oh, da muss ich auch schon Fabriken bauen, aber 40 solche habe ich noch. Ich habe auch noch ein paar Chips, mit denen ich hoffentlich die ersten Chips, mit denen ich dann die Sachen bauen kann, die ich brauche, um die zweiten, dritten und vierten Chips bauen kann, noch ein bisschen hinzögern kann. Aber ich kann ja hier immer noch so das ein oder andere tun, damit ich zumindest bis zu den grünen Chips komme. Hier haben wir nämlich noch grüne Chips drin, das ist ganz cool, weil die brauche ich ja dann für bestimmte Fabrikentypen. Gut, also das erstmal zu dem. Ich habe auch noch keine Kommentare zu meiner Planung gelesen oder lesen können, weil, ja, waren halt noch nicht da, zu dem Zeitpunkt, den ich wieder, oder an dem ich jetzt hier wieder aufnehme. Ja gut, aber das ist ja auch nicht weiter schlimm, denke ich. Das ist ja das blanke Chaos hier. Gut, nee, so. Okay, dann fangen wir jetzt mal langsam aber sicher an hier. Und dann fangen wir ziemlich mittig an und dann holen wir uns mal die Förderbänder hier mittig ran. Ich denke, das wird ein bisschen größer. Achso, ich brauche noch Sand. Noch wieder Sand in den Taschen. Ah, ich habe diese Dinger noch in den Taschen. Komm, ich bringe die erstmal weg. Diese Alien-Artefakt-Geschichte, die bringe ich dann erstmal weg. Und dann planen wir uns da mal was zusammen. Uiuiui, das wird noch was. Also, das wird richtig lustig. Wird das. Na egal. Aber wenn wir das hinkriegen am Ende, dann sollte uns ja hier sehr viel Freude entgegenwirken, beziehungsweise wir sollten uns dann eigentlich auch ganz gut damit. Ah ja, jetzt macht er das da. Okay, die ersten 6 Fabriken kriegen wir auch da schon von. Okay. Das ist schon mal ganz gut. Ich glaube, ich werde die nochmal ganz kurz zurückstellen. Und werde erstmal nochmal hiervon einstreuen und dann mache ich die 10 erst und dann gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Ich denke, das sollte uns ein Stück weit bringen. So. War noch irgendwas, was ich machen wollte? Achso, ein bisschen Sand wollte ich damit nehmen. Brauche ich hier für das eine Loch da oben. So, hier sieht es erstmal schön aus. Hier kommt gerade kein Zug, kann ich also drüber laufen. Da will ich hin. Denn ich habe hier so ein paar Alien-Artefakte noch. So, gucken wir mal. Jetzt kann ich das hier auch komplett verteilen. Auch. Auch. Das auch. Hier kann ich auch nochmal. So, sonst noch irgendwas? Hier kann ich theoretisch noch einen nach unten geben. So. Gut. Sieht doch schon mal ganz farblich aus. Farblich sehr schön aussieht. Start der Kiste. Gut. So, alles das hat jetzt dafür gesorgt, dass ich genügend Zeit verplempert habe, um jetzt oben weiter bauen zu können. Das wird ja noch, also die ganzen Produkte dann ranholen, das wird ja sowieso noch interessant, in welcher Reihenfolge wir die da ranholen, wo und wie und was. Aber davon, denke mal, sollen wir uns nicht erschüttern lassen. Denn, also ich, ja, also wie gesagt, ich will das ja natürlich haben dafür, dass ich dann halt eben die ersten Teile davon schon mal bauen kann, um dann früher oder später die Chips schon mal zu haben und die ganzen Werke, die ich dann bauen muss. Also als nächstes müssen wir eine Fabrik machen, wo die ganzen Fabriken drin gebaut werden. Und da brauche ich ja die Chips für. Weiß aber noch nicht, ob ich die Chips jetzt quasi mit der Bahn, also dass ich denn hier hinten eine Bahn hochfahren lasse, also hier da einen Kreisel draus mache, oder hier mal einen Kreisel noch einschmeiße, einwerfe. Mit der Bahnhof fahre und die Chips sind wieder da hinten hin, oder ob ich denn direkt aus der Chipfabrik quasi den Bus hier denn hochziehe mit den Chips. Bin ich mir noch nicht ganz sicher, was man da so machen kann. Oder wie das sinnvoll ist. So, also als erstes erstmal Sand nehmen, damit dieses Loch mich der nicht irgendwie nachher später noch mal wieder stört und ich den Sand wieder irgendwo ins Meer geschmissen habe. So. Dann gucken wir mal, wir wollen das produzieren und fangen natürlich mit dem Eisen als erstes an und brauchen 4-mal Eisen ausrollen. Das ist ja noch, sagen wir mal, recht human. 4-mal Eisen ausrollen ist recht human. Dann nehmen wir den diesen Block hier. Copy.
Zack. Mal Eisen ausrollen. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo ist die Mitte von dem Ding? Ja. Ich bin raus, wo hier die Mitte ist. Auf schnelle Art und Weise. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht, zehn, elf, 20 von da. Mal eigentlich könnte ich. Hier könnte die Mitte sein. Richtig? Ziemlich schon verzählt. Aber da könnte die Mitte sein. Also wir müssen das dann in der Höhe bauen. Schnell mal hier so. Dann machen wir dann nämlich, dass hier die Mitte hinkommt. Dann muss ich das nochmal ganz kurz wegpflücken hier. Habe ich das schon wieder neu kopiert, ne? Ob ich das eigentlich wahrscheinlich sogar nochmal in der Vorlage drin habe. Aber wir werden hier mit sehr viel Förderbänder links-rechts arbeiten müssen. Jetzt hat sich nämlich schon einmal hinkopiert. So, muss ich ihn hier von der Seite aus anfangen? So. Gut. Dann baust du mir das mal dahin. So, habe ich das jetzt eigentlich schon zweimal in einem. Die Eisenproduktion? Ja. Dann schmeiße ich die jetzt weg. Und dann mache ich hier. Eisen. Abwickeln. Hier. Speicher. So, das ist Eisenabwickeln 4. Das ist dann, keine Ahnung, Stahl, okay. Das ist Förderbandmaschinerie. Na gut, kriegen wir noch hin. So, heißt also, wir müssen jetzt hier so ein bisschen, achso, warte mal, ich habe noch von diesem aufgerollten Eisen, habe ich noch ein bisschen was in der Tasche. Kannst du mal haben. Kann ich noch wegmachen hier, das braucht ja da keiner. Kannst du haben, kann ich also da auch eigentlich mitmachen. Brauche ich ja hier auch nicht. So. Antransport von Waren würde ich sagen, machen wir hier oben. Und den Weitertransport von Waren machen wir dann hier oben. Also machen wir hier unten, sondern machen wir hier oben. Das heißt, dieses Eisen, was hier produziert wird, das geht jetzt erstmal nach oben. Weil das braucht irgendwann einer, aber noch nicht gleich. Und noch nicht jetzt. Das heißt, wir machen hier einen Blip. So. Und geben das hier nach oben durch. Ne? Müssen wir natürlich die Höhe müssen wir noch ein bisschen bestimmen, wo das denn hin muss und so. Aber das kriegen wir hin. So. Gut. Eisen besorgen ist auch kein Problem. Da haben wir, glaube ich, auch Blaupausen für. Für den Bus. Zug über Gleise. Mal weg hier, danke. Fangen wir in der Höhe an hier, oder? Dass wir hier sozusagen das erste Material ranholen, was wir denn da hochbringen. Obwohl Eisen natürlich jetzt theoretisch eigentlich hier besser wäre, dass wir das schon. Aber wir fangen oben ranholen, weil dann kann ich das gleich anliefern. Viel besser. So, dann fangen wir nämlich da an. So, das Roheisen brauche ich ja auch bloß hier vorne. Das heißt also dann. Der nächste Rohstoff, der kann in eine Etage tiefer. Ich glaube, da kann ich jetzt hier noch ein paar machen. Aber ich sehe schon, das ist außerhalb meines Baubereichs, ne? Meine Damen, meine Herren, wir müssen Trick 17 anwenden. Wir müssen den Baubereich vergrößern, ohne dass wir noch von den Teilen welche brauchen. Und das geht am einfachsten, indem ich jetzt nämlich den hier nehme. Zack. Mal erst so verkleinert, macht aber nichts. Und ich setze den nicht durch die Gegend fahren. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da ist er. Hier hin. Passen nicht überein. Okay, gut. Auch ein bisschen Strom da rangebracht. Einzig blöd, ich muss dann darauf achten, dass ich genau da keine. Keinen Übergang machen muss, ne? Jetzt schon hier
Zumindest einmal sauberst verkackt, oder? Ja. Sauberst verkackt. Dann gibt der halt vor. Du bist ja nicht so hoch. Der ist auch so hoch. Ah, na gut, okay, dann erklärt sich das. So, gut. Das heißt also, bis dahin können wir dann immer Materialien drauflegen. Und jetzt müssen wir hier einmal schon wieder umändern. So. Hier muss ja der Strauchdieb rein, der uns das Eisen so anliefert in die Richtung dann. Kommen wir hier an mit dem Eisen. Ich muss vorsichtig sein, ich darf nicht zu viel davon verbauen selber, damit ich dann das Großzimmer noch hinkriege. So, da kommt dann das Eisen hin. So, dann kommt hier ein Strommast hin und hier kommt ein Strommast hin. Und dann kommt hier erstmal einer hin, so zum... Wir holen Strom von der Trasse. So. Dann kann der da erstmal produzieren. Immer schön. So, was machen wir als nächstes? Als nächstes brauche ich Kupfer abgerollt. Dann nehme ich doch das erstmal, ne? Das produziere ich dann erstmal. Das ist ja alles was ich noch mit einem... Ich könnte auch das schon produzieren hier. Also die ganzen Rohstoffe hier unten. Alles, was wir in diesen Fabriken machen wollen. Das werden wir jetzt erstmal tun, weil die Fabriken, die haben wir jetzt gerade da. So, da haben wir viel gemacht. Jetzt brauchen wir fürs Kupfer brauchen wir zwei Fabriken. Das heißt, da brauche ich ja nicht bloß das hier, so, ne? So, dann brauchen wir dann Eingang dafür, dann den Ausgang nach oben hinlegen und gut. Ausgang hin. So. Das dann hier genommen. Das dann da hingenommen. So. Huge. So, dann heißt dann hier brauchen wir Kupfer drauf. Welches hier original nach oben geht. So, da kommt Kupfer an. Hier wickelt mir dann, achso, da muss ich jetzt mal eine Fabrik noch hinsetzen. So, ihr wickelt mir das Kupfer ab. Ne? Kupfer abwickeln ist dann da. Kupfer abwickeln, so. Okay, dann habe ich jetzt hier schon wieder eine Blaupause, eine neue. Eisen abwickeln 2. Aber eigentlich muss man das Ganze, müsste man natürlich noch ein bisschen pimpen, aber gut, das ist eigentlich egal, ne? Weil der liegt eh aufs Äußere und der liegt aus hier aufs Äußere und wenn die hier oben zusammengefahren werden zu einem, dann läuft das schon. Gut. Okay. Dann ist das nächste die Produkt. Upsala. Na, wo ist es denn? Da oben ist es. War ich ganz gut. Brain AFK, Entschuldigung. Kann ja mal passieren. So, hier, das könnten wir theoretisch auch in solchen Fabriken machen, glaube ich. Sollte den Aufwand nicht großartig vergrößern. Ja, auf 3, das geht. Das können wir ja auch mit der noch machen. Macht den Aufwand auf 2 Fabriken. Ich denke, das sollten wir alles dann hier unten produzieren. Und dann müssen wir dann die großen Berge, wo diese ganzen Sachen rantransportiert werden, dann halt hingebracht werden. Kunststoff müssen wir einzeln noch ranbringen, okay. Ja, könnte interessant werden. Aber wenn das noch hier alles funktioniert. Oh. Das wäre toll. So. Entschuldigung. Kann man eigentlich auch einstellen, dass man sozusagen 2 Endmontagen. Naja, gut. Das wäre auch cool gewesen. Was einstellen kann? Egal. So. Heißt, wir brauchen nochmal einen 4er-Block. Da geht man dann, dann drückt man den B. Dann macht man hier den Eisenabwickel in 4. Und dann bauen wir den hier nochmal hin. Auch in der Höhe. So. Da brauche ich dann das nächste Material. Achso, ich wollte nicht so viel selber bauen, ne? Naja, gut. Noch habe ich ja davon. So. Fabrik. Fabrik,
Fabrik. So, die müssten mir jetzt dann. Moment, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte jetzt eigentlich die Wafer herstellen. Ne? 4 Fabriken brauche ich für die Wafer. Da brauche ich Silikon, also. Und die, ihr macht mir die Wafer. So, sehr schön. Gut, dann werden wir jetzt erstmal da hinten dann quasi dann anlegen, bis wohin das muss. Ist das hier noch da drinnen? Nee. 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 Wo ist das kurze Stück? Wo ist das kurze Stück hingekommen? Hätte doch auch eins. Oder ein Bus? Doch auch ein ganz kurzes, so eine ganz kurze Blaupause. Na gut, wenn ich die nicht mehr habe, dann muss ich jetzt eine andere nehmen. Dann muss ich mal ganz kurz hier, Steuerung Copy. Das Stück als Blaupause, danke. So, das brauche ich nämlich hier. Und hier und dann hier und hier muss ja nicht das kurze Ende hinkommen. So. Da muss ich hin, wo Silikon ist. Ich habe schon Silikon mit in der Dings. Bus. Weiß ich jetzt gar nicht. Und doch ganz da hinten ist Silikon. Okay. So, Silikon macht das schon. Huch. Silikon. So. Silikon, da liegt. Nee, das ist Kunststoff. Moment. Wir haben Silikon nicht im Bus. Das ist Stahl. Aber wir stellen auch Silikon schon her hier irgendwo. Hier. Da ist Silikon. Haben wir noch nicht im Bus? Nein. Doch. Oh. Das letzte, was hier hinten fehlt, ne? Silikon. Nein! Doch. Oh. Was? Entschuldigung. Das ist ja fieselig. Kein Silikon im Bus. Wir brauchen Sand. Na, das haben wir ja wieder ganz toll hingekriegt. Ach, kein Silikon im Bus. Ich gehe dann mal zu der Bio-Kiste noch gleich mit hin. Kann ich hier erstmal den Scheiß noch loswerden. Ach, das ist ja wieder... Alles nur mit dem halben Arsch. Immer wieder. Das ist fürchterlich. Kein Silikon im Bus. Dann müssen wir da hinten nochmal einmal alles neu bauen. Bitch. So, hier zur grünen Kiste, da kommt das alles mal rein. Ich glaube, die Dinger, die habe ich mal hier reingepappt, oder? Mit? Weiß ich nicht. So. Ach, Sand brauche ich jetzt. Muss meinen Bus vergrößern. Hart wie es klingt, aber ich muss ihn vergrößern. Das ist ja toll. Silikon im Bus vergessen. Damit komme ich auch nicht weit, würde ich sagen. Damit komme ich auch noch nicht weit. Na gut. Dann jetzt erstmal so. Ich muss da unten nochmal die Tanks, glaube ich, einmal leer flaschen. Ich muss mal gucken, wie viel Material der hier jetzt schon hat. Dass ich das ihm vielleicht schon geben kann hier, der immer dahin fährt. Hier dürfte jetzt hier nichts passieren eigentlich. So. So, jetzt wollen wir mal. Ja, ja, so. Also bis dahin muss ich ja mindestens hin.
Na, damit der unter dem Bus liegt. So. Na, der Bauabschnitt Bahnhof, den kriege ich hier noch rein. So, dann müssen wir mal ganz kurz gucken. Nehmen wir mal B. Dann brauche ich hier. Nee, das ist der Kreisel. Brauche ich das Ding hier? Wo ist denn das da dran? So dicht, ne? Da sind ein paar Strommasten im Weg. Okay, und oben ist noch nicht genügend Sand gelegt. Das ist natürlich nicht schön. Müssen wir nochmal Sand aus der Produktion holen. Ah, sowas Blödes. Was hätte ich hier gedacht, dass ich... Naja, habe ich halt nicht dran gedacht, ne? Muss ich ja offiziell nicht dran gedacht haben. Sonst wäre es ja da. Da wird man doch schon wieder schlecht gelaunt. Ich mach schon wieder Laune wie Bernd das Brot. So. Okay, dann mal 200 Sand. Hier haben wir 600 Sand. Da haben wir 300 Sand. Hier 100 Sand. Gut. So. Wie sieht es denn hier mit der Flüssigkeit aus? Sammelt sich noch nicht so doll an. Also ich würde ganz gerne nämlich eigentlich diese Produktion hier auch mit anbinden, wieder, dass die hier wieder loslegt, dann kann das ganze Zinngelöt wieder kriegen und alles sowas noch. Dass sich da noch ein bisschen was produziert. Also, dass ich das erst hier hinten abklemme. War jetzt eigentlich so mein Plan noch, den ich hatte. Oder für heute. Hab nicht gesagt, dass er gut ist, aber ich, das war so noch ein Plan. Mach das jetzt einfach auch mal. Ein bisschen mehr von dem, von der Flüssigkeit kriege ich ja schon ran. Wird hier wieder ein bisschen mehr Sand entstehen und so. Braucht so ein bisschen was Braunes, damit es hier weitergeht. Naja, und kann dann auch schon wieder das eine oder andere produziert werden, ne? Das ist auch wichtig. Nun gut, haben wir nochmal 1,7k, das reicht mir jetzt auch nicht sehr weit, aber immerhin schon mal so weit, dass ich den Bahnhof automatisch bauen lassen kann. Das ist schon mal ein Anfang, dann muss ich ja sowieso versuchen, noch den ein oder anderen, geht mir da jetzt, da fehlen mir die Chips, Boards fehlen mir da einfach. Ja, da habe ich keine, da habe ich Boards für, ne, sowohl das eine als auch das andere geht mir da aus. Na gut, dann ist das erstmal so, dann müssen wir dann da erstmal weitersehen. Und den Bus da oben vielleicht dann von Hand mal ganz kurz verlegen. Oder gucken, welche. Kann ich dann noch welche rausnehmen? Den kann ich nicht versetzen mehr hier. Weil dann ist das Baugebiet hier nicht mehr. Dann ist das hier kein Baugebiet mehr. Den kann ich versetzen und damit müsste ich fast bis hier runter Baugebiet kriegen, ne? Also ich kriege hier bis dahin Geld, bis dahin kriege ich Baugebiet. Also dann ist hier bloß eine kleine Lücke. Kein Baugebiet habe. Na gut. Sollen wir da oben Sand reinwerfen? So ein bisschen zuwerfen hier. Das ist knapp. So, dann gucken wir mal, wie wir jetzt hinkommen mit der Breite und der Länge. Und aber das müsste gerade genau reichen, ne? So, dann brauchen wir einen Bus.
ein bisschen hingesetzt. Wie geht. Gut, dann ist das schon mal da angesetzt. So, jetzt brauche ich... Den kann ich nur davor setzen. Das ist kein Problem. Habe ich auch. Dann müsste sogar, glaube ich, hier in die... Wo kommt denn der denn? Wo sind da dazwischen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir müssen hier in die Spur kommen. So aus, ne? Zumindest richtig wäre. Eins, zwei, drei. Hier muss er hin. Da oben muss er hin, neben dem Funksignal. Wo ist er? Da. So. Und kriegt er hier auch. Gucken wir ganz kurz auf der Map. Ja, das sieht gut aus. Das ist natürlich dieser Bereich hier nicht mehr Baugebiet, aber da kann ich den noch wieder rausnehmen, ne? Ich brauche ja erstmal das Baugebiet. Kann ich den rausnehmen und kann den eigentlich schon bis hier hinten rübersetzen, dass der hier sogar auf Lücke steht. Oder ich nehme den und setze den darüber. Das geht auch. Ich kann auch den da ganz unten darüber setzen einfach. Dann müsste alles im Baugebiet drin sein. Dann dürften meine Robbys eigentlich bauen. Kommen wir mit. Baugebiet. Wir nehmen hin die. Dahin. No? Okay, das passt dann schon. Baugebiet auf jeden Fall schon mal vergrößert. Sieht merkwürdig aus, da haben wir mal Lücken, da müssen wir auch noch ein paar von diesen Dingern hinstellen können. Aber so haben wir auf jeden Fall das Baugebiet jetzt aufs Maximum vergrößert und können diesen Bus hier mitbauen. Und das sollte, oder das ist quasi das Hauptziel jetzt erstmal. Gut, dann würde ich sagen, haben wir das ja soweit durch. Haben festgestellt, dass wir die Hälfte vergessen haben. Das ist jetzt nicht so sonderlich merkwürdig. Ah, da brauche ich noch ein paar gelbe Platinen. Also ich muss mal noch ein paar Platinen mehr besorgen, damit ich auch einen Bahnhof machen kann, damit ich hinten auch einen Bahnhof hinsetzen kann. Ich brauche noch einen zweiten Bahnhof, dann können wir gleich einen zweiten machen. Dann müssen wir hinten den Bahnhof noch inline einbauen. Dann muss ich noch einen Zug haben dafür. Ich weiß nicht, ob ich noch einen auf Lager habe. Ich locke die. Ich bin mir ganz sicher. Doch, hier haben wir noch so ein paar Teile vom Zug schon mal. Das ist ganz gut. Hier haben wir auch so ein paar mittlere Strommasten, die ich dann vielleicht mal weiterentwickeln kann. Und hier ist mein Zeitbahnhof. Den nehme ich auch gleich nochmal mit. Dann nehme ich die hier alle mal mit und dann werde ich die mal alle das Buch reinlegen hier. Nochmal den Bahnhof. Hey. Kommt einmal ein Müll. Brauchen wir ja nicht. So, wo ist er jetzt hin hier? Da ist der Bahnhof. So. Da sind die Gleise. So. Gleise neu. Gleise. Ein Gleis liegt auf dem Bahndamm. Nun haben sie den alten Mann überfahren. Busbahnhof. Klingt auch falsch, aber ist ja richtig. So, gut. Okay. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Dann kommen wir doch. Wir kommen doch dann ins Geschäft hier, hoffe ich doch. So, kann ich jetzt die Lokomotive? Was ist das für eine Lokomotive? Einfach Lokomotive. Da brauche ich die roten Chips und so.
Uiuiui, ja, das wird nicht billig, aber okay, wir gucken mal nochmal, dass wir hier vielleicht ein paar von denen nochmal kriegen. Da fehlen dir die Platinen. Und die Platinen, denen fehlt hier an Draht. Da müsste ich quasi ein Drahtrollen dann nochmal holen. Und da mal einen Stack Drahtrollen reinschmeißen. Damit der mir dann noch ein bisschen was produziert mit den Brettern, die er hat. Auch mutig. Oh, halbe Stunde ist schon wieder um. Siehst du, da kommt er gerade angeflogen hier. So, und dann packt sogar der eine Drahtrollen rein. So, dann kriegst du hier ein paar Drahtrollen von mir. Dann kannst du Draht machen. Du hast hier noch ein paar Bretter zur Verfügung. Kannst da noch ein paar Boards draus machen und die kannst du dann da drauflegen. Das ist ja schon mal ganz gut. Dann stellen die noch ein bisschen was her hier und der macht dann das hier voll. Ah, ja, gut, okay. Wir gehen erst ein paar Chips noch drauf. Naja, gut, okay, das produziert erstmal was. Gelbe brauche ich, nee, die grünen, die nehme ich erstmal nicht raus. Warte mal, ich kriege das sogar voll, ne? Das kann ich auch nicht. Nicht genug für. Na gut, dann bauen wir oben erstmal weiter. Also, wir wissen, dass wir da Silikon dran bringen müssen und jetzt haben unsere Hobbys erstmal noch zu tun. Können da hinten erstmal noch weiter fleißig. Ich glaube, ich brauche den Ding in der Tasche. So. Können da hinten erstmal fleißig noch ausbauen. Also hier die Förderbänder legen. Und alle Förderbänder, die jetzt kommen, sind ja eh tiefer. Das heißt also, falls ich irgendwas noch vergessen habe, irgendein Material, was ich damit drauflegen muss auf den Bus. Ich hoffe, dass es nicht der Fall ist, dass ich noch was vergessen habe, aber eigentlich müsste ich alles haben, ne? Naja, wir werden sehen. Bis denn. Tschüss.